Ja, hallo zu meinem ersten DVD-Update. Ich stelle euch heute die Alien-Quadrilogie-Box vor, wo sich die Teile 1 bis 4 drin befinden, jeweils in der Original-Kinofassung und in einer längeren Version, Extended Version oder Special Edition. Das hier ist der Schuber mit Prägung, fühlt sich wirklich toll an. Da sieht man natürlich, Digipack habe ich rausgenommen. Hinten ist der Chestburster abgebildet. Ja. Und das ist nochmal der Rücken, der hat auch nochmal eine leichte Prägung. Sieht absolut toll aus, das Teil. Kann man echt nichts gegen sagen. So, dann komme ich zum Inhalt, zum Digipack. Ist mehr wie so ein Buch aufgebaut. Und vorne sieht man, ja, einen der Klone, also ein, ja, der misslungenen Klone aus dem vierten Alien-Film Resurrection. Dann mache ich mal auf, das ist wirklich wie ein Buch aufgebaut. Das hier ist die erste Scheibe mit Alien. Einmal in der Kinofassung und im Director's Cut. Der Director's Cut geht mit circa eine Minute kürzer. Der Scott hat einige Laufpassagen rausgekürzt, dafür neue Szenen reingemacht. Das ist die Bonus-Disc zum ersten Teil. Dann Aliens in der Special Edition. Das war bislang der erste, einzige Teil, der auch damals mit der ersten Auflage veröffentlicht wurde in der längeren Fassung. Ja, die dürften die meisten eigentlich kennen. Da ist auch die Bonus Disc. Ja, dann Teil 3 von David Fincher. Ist in der längsten Version hier vorhanden. Das war wie die, ja, knapp 28 Minuten länger. Und ich muss sagen, das ist meine bevorzugte Lieblingsfassung, die Länge von. Allerdings nur in Englisch, da die neu synchronisierten Szenen mit anderen Synchronstudien vorgenommen wird und das alles, naja, nicht wirklich so gut zusammenpasst. In Englisch absolut empfehlenswert. Da ist die Bonusdisc. Dann Teil 4. Mag ich auch sehr. Von Jean-Pierre Jeunet. Gibt es hier drauf in der 7 Minuten längeren Extended Version. Allerdings genauso wie bei Teil 1, 2 und 3. Ist die Synchronisation, ja, nicht wirklich so gelungen der neuen Szenen. Kann man, daher muss man sich das ganz schlecht mehr in Englisch angucken. Macht mehr Spaß. Und da ist die Bonus-Disc zum Film. Und zum Anhang gibt es noch eine neunte Disc. Da ist eine sehr interessante einstündige Doku drauf. Dann eine Fragerunde mit Ridley Scott. Im Kino dann anlässlich dieser Director's Cut. Ja, Trailer, Extras von der alten Laserdisc. Wirklich toll gemacht. Ja, und wie man sieht, schön in Grün gehalten. Sieht absolut geil aus. Muss ich sagen, ist eine der schönsten Boxen von allen. Gibt so noch den Limitation Collector Set, aber der kam später raus und naja. Ist mir auch ein bisschen zu groß, zu klobig, auch wenn ich ein Alien-Fan bin und hier alles haben muss, ja. Egal. So. Und hier ist noch ein Heftchen. Vor allem mit Inhaltsangabe und den ganzen Crew-Leuten und so, also von Charakteren. Da drin sind noch Kapitelangaben, da sind Sternchen dran, da werden auch angezeigt, welche Szenen neu eingefügt sind und so weiter und so fort. Ja, und das hier war noch auf der Rückseite. Die ganze Box ist absichtlich freigegeben. Und hier sind nochmal die Angaben zum Film, Laufzeit, Bildformat, Tonformat, mehrere Sprachen, Untertitel gibt es, die Lauflänge von Extended Versions bzw. Special Editions. Ja. Muss ich sagen, sehr gut gemacht. Vor allem das Booklet ist echt hübsch. Aber auch hier wirklich toll gemacht. So, das ist auch wieder so ein Bild auf dem zweiten Teil. Ja. Und ja, natürlich auf den letzten drei Seiten steht natürlich alles zum Bonusmaterial drin. Und da sind nochmal Facts. Ja, zum Film und so kleinere Produktionsnotizen. Ja. Absolut geil aus, also muss sagen, da ist Fox echt was Geiles gelungen. Also, ich mag das, ich mag diese Edition. Natürlich, die Century Edition, das gefällt mir auch, aber das hier habe ich mir davor geholt und sieht absolut famos aus. Und das ist mal eine meiner absoluten Lieblinge. Definitiv, also hier vorne sieht man nochmal, dann zeige ich nochmal die Rückseite. Ja, das ist ein kleines Bild aus dem ersten Teil. Und wirklich, also, echt toll gemacht.
Schon um. Also hat 9 Discs. Ich glaube, er selten jetzt noch zu kriegen oder so. Und wenn dann zu ziemlich hohen Preisen. Ja. Das war's eigentlich zur Quadrilogie Box. Das war's. Das Heft. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und schreibt fleißig Kommentare und benotet. Und ja, dann sehen wir uns im zweiten DVD-Update. Mit freundlichen Grüßen, Lord Gum Gum.